So, da sind wir nämlich wieder zurück und jetzt hier wieder bei Never Alone in der KI-Edition. Ich gucke jetzt mal, dass wir ins richtige Level finden. Also, das kennen wir ja hier schon. Ja, das erste hatten wir, das zweite kommt jetzt. Wir werden jetzt natürlich nochmal gucken, welche Geschichten wir uns später noch anschauen können. Ich drück nochmal auf den Pfeil. Achso, geht schon. So, nimm mal die Hand. So, jetzt bist du hast also da hinten, kennst du dich noch damit aus? Wir haben jetzt schon wir haben etwas über eine Woche nicht gespielt. Kennst du dich jetzt aus? Da ist Hüpfen. Das Mädchen traute seinen Augen nicht. Ich lese dir das vor, ja? Zumindest Zerstörung, soweit das Auge reichte. Und da, Was die sag Hand ich ist, weiß mal, ich nicht. Erfolg war verschwunden. was ist denn hier an? Wie kann das sein? Der Schneesturm allein kann das nicht getan haben. Das bist du der Fuchs, okay? Guck mal, kaputt, alles brennt. Da oben ist ein Geist, gucke, der kann dir helfen. Inmitten der brennenden Trümmer erschienen riesige Eistauchergeister und ruckelt wieder, wa? Voller Trauer über den Verlust des Mädchens. Jetzt muss ich Warte, das warte, ich muss nicht. es dir ja vorlesen. Achso, jetzt kommt gerade nicht, okay. Jetzt müssen wir da drauf und Weißt du, es geht, hopp. darüber springen? Nee, das schaffst du nicht. Geh mal mit dem Fuchs da drauf. Mit dem Fuchs kannst du die doch immer lenken. So, das Mädchen kommt mit drauf. Siehst du, jetzt bist du oder runtergefallen. Ah, das Und ruckelt senkt wieder. die. Ist ja schlimm. Das ist mit dem Ruckeln ist nicht schön. Okay. Und jetzt kannst du da hochgehen. Genau. Was war denn das denn? Doch die Eistaucher waren nicht die einzigen dort. Ich habe gerade was gesehen. Aus dem Untergrund kam ein seltsames kleines Volk hervor. Was kam da? Erstmal ein Schneesturm. Und guck mal, da oben wird's weggepustet. Da kommst du auch nicht hoch. Musst du unten drunter durchgehen mit dem Fuchs. Erstmal musst du dich ins Mädchen verwandeln, damit du schnell da unten ins Loch hüpfen kannst. Ja, jetzt schnell da unten ins Loch. Und jetzt musst du mit dem Fuchs da durchgehen, glaube ich. Kannst du das? Geht das? Nee, geht nicht. Was geht noch? Was ist denn die Hand da? Also es ruckelt wieder. Also bei dem Spiel geht es in Aufnehmen nicht. Furchtbar. Vielleicht können wir mal versuchen, die Daten zu verschieben. Dann hüpft doch nochmal mit dem Fuchs zurück. Geh nochmal mit dem Fuchs zurück. Vielleicht kannst du ja mit dem Sturm, mit dem Fuchs, wenn Wind kommt, da hochspringen. Pass mal auf, geh nochmal zurück, geh nochmal nach links. Geh nochmal nach links. Das ist rechts. Guck mal, das ist rechts. Kommst du hoch? Nee, kommst du nicht hoch, ne? Geh mal da hoch, auf den Berg links. Na, warte, musst jetzt warten. Ja, warte, jetzt bläst du in die andere Richtung. Jetzt gehst du da hoch. Jetzt wartest du da. Und jetzt, wenn der Schnee schon, jetzt hüpf, 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 hüpf. Ja, da oben hast du gesehen, da war ein Mädchen da oben. Nochmal da hoch. Wenn jetzt der Wind kommt, jetzt, und jetzt pass auf, jetzt umdrehen und jetzt da hochspringen. Jetzt. Jawohl, so, hast du gesehen? Wie du abgeschossen bist. Und jetzt musst du natürlich gucken, ob du hin das umschubsen kannst. Guck mal, da ist ein Stein. Probier mal. Musst du gucken, warte, wenn der Wind weg ist. Jetzt schnell hinlaufen. Und jetzt guck mal, ob du hier irgendwie was umschubsen kannst oder so. Naja, nicht hier vielleicht, sondern Mitte hier, hätte ich jetzt gedacht. Geht das? Oder versuche mit dem Mädchen nochmal das Gleiche zu machen. Geh noch mal, machst das Mädchen jetzt nochmal, gehst jetzt darüber und versuchst das Gleiche. Versuchst auch da hoch zu springen. So, und jetzt, pass auf. Und jetzt rennen und springen. Ja, hat geklappt, hat geklappt. Super. Es kommt keine Geschichte mehr zum Lesen. Oh, da ist wieder ein Geist. Wo bist du denn jetzt hingesprungen? Ins Wasser. Ist was Mädchen traurig, hast du gesehen? Weil ich ins Wasser gesprungen bin. Muss ich jetzt mal von vorne anfangen? Nee, ne?
Jetzt läufst du ganz langsam. Ja, da gehst du an den Steg ran. Geh ruhig ans Holz davor. Ich glaube, der Geist kommt bestimmt gleich runter, oder? Kommt doch nicht. Geh mit dem Mädchen mal dahin. Ach, oder kannst du mit dem Fuchs da hochspringen? Oh, so, fast reingefallen. Dann geh mal mit dem Fuchs da links hoch, an dem Holz hoch. So? Na, guck mal, ob du hier hochklettern kannst. Versuch's von der anderen Seite, kannst du auch von beiden Seiten probieren. Und jetzt ranspringen? War nicht. Ja, du hast durchgesprungen. War auch nicht. Ah, Geister. Ja, hoch, 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 hoch. Fuchs beim Klettern an der Mauer links und springen, um von der Mauer abzuspringen. Okay, also hinhüpfen. So, jetzt nach links drücken und hüpfen. Nach links drücken und hüpfen. Ach, dann kannst du nämlich hier ranspringen. Also noch ein Versuch. Du springst also jetzt hier oben ran, dann nach da hier drüben und dann darüber zum Eisvogel. Das ist schon wieder ein bisschen schwerer, ne? Das ist ein bisschen schwerer als Red Bull. Jetzt nach links springen. Ja, war ganz gut, aber ruckelt blöderweise. Das kann die Aufnahme. Jetzt nochmal links. Also versuch's nochmal. Mach ja, du das. Das kannst du, das ist doof. Das ist schon wieder so heiß hier. Doof. Das ist ja auch doof. So. Hopp. Und jetzt hüpfen wir nach da links. Ja, voll. Hast du gesehen? Und jetzt kann man mit dem Mädchen auch da hochklettern. Hoppala. So, und jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Jetzt muss der Fuchs sagen, wir lenken nach rechts. So hier. Ja, Ohrstöpsel. Und jetzt weiter. Ja, es wird die Kopfhörer verloren, nicht? Und jetzt weiter. Komm zu mir, meine Enkelin, sprach der Eulenmann. Ich sehe keine Eule. Ah. Woher kennt ihr mich? Dachte das Mädchen. Ich habe über dich gewacht. Gucke. Wenn ich nur meine Trommel hätte, könnte ich dir helfen, denjenigen zu finden, der deinem Dorf dies angetan hat. Also es musste die Trommel suchen für den Eulenmann. Und da muss ich umkehren. Hör mal auf mit den Ohrenstöpseln immer so. Guck mal, leg die so hier rein. Es gibt für deine Größe keine Ohrenstöpsel. Guck mal, was ist das? Ist das eine Eule? Ah, guck mal, jetzt pass auf. Ansehen des Herzschlags. Jetzt kannst du zu der Eule irgendwie hingehen. Jetzt habe ich natürlich nur die Hälfte gelesen. Jetzt mit der Hand drücken. Auf die Hand drücken. Ja. Jetzt muss ich das Mädchen sein. Dann klettert das Mädchen da hoch. Zack. Genau. Und jetzt muss der Fuchs sagen, wir steuern nach links. Oder ich höre was. Was hörst du denn? Jetzt ist da gerade ein Kind runtergesprungen. Wo ist es hingesprungen? Das war nur eine Eule. Mhm. Oh nein, jetzt ist wieder traurig, es weint sie wieder. Hast du jetzt nicht getroffen, bist zu weit gesprungen. Noch ein Versuch? Mit so einem Tablet spielen ist natürlich schwer, ne? Das ist ganz schön groß. Deine kleinen Händchen machen es natürlich nicht leichter. Ach komm, du kannst gleich mit dem Mädchen hochhüpfen. Das hat sich zumindest gespeichert, das ist ja gut. Jetzt der Fuchs hier? Der kann ja schon allein da hochklettern. Mit ein bisschen Anlauf musst du aber mit einem Anlauf ranhüpfen. So, und jetzt musst du vorsichtig machen da. Pass auf, da ist die Eule. Ist ganz. Ah, willst du. Ach so. Okay. Da unten sitzt die Eule. Na dann versuch gleich hochzukommen. Mit dem Mädchen jetzt auch hinterherhüpfen? Ja, genau. Oh, das war knapp. Jetzt da hoch. Nicht. Also doch runter, okay. Oder? Nur nach Objekt greifen und bewegen. Mit Hand. Mit der Hand kannst du jetzt den Käfig da wegbewegen. Also hingehen, Hand andrücken. Geh nochmal näher ran an den Käfig. Du bist ja der Fuchs. Ja, mit dem Mädchen ran. Jetzt Hand andrücken. Ja, greifen, drücken. Ja, gedrückt lassen. Na, was willst du nicht? So. Das ist die falsche Richtung, oder? Schieb mal nach links.
Ja, das ist ein Feuer. Da ist ein Feuer drin. Also jetzt irgendwo hin, wo Schnee. Ach so, dann brennt das Holz da bestimmt kaputt. Warte. Schieb mal da hin. Oder da? Was passiert denn da? Ach, das sind kleine schwarze Figuren, die da wegrennen, wa? Jetzt hör doch mal auf, mit dem Ohrenstöpsel da rumzumehren. Lass ihn doch mal so, wie ich ihn dir mache. So. Jetzt schieb nach links. Und dann kannst du drauf hüpfen. Ich weiß jetzt nicht, was du machen musst. Ich nehme an, du musst noch weiter rüber schieben, oder? Nochmal ran, mit der Hand schieben. Geht nicht weiter, das ist Schloss. Okay, geht nicht weiter. Dann hüpf mal drüber und geh jetzt mal da ins linke, ins Haus rein, links. Ach so, alles klar. Okay, gut. Und jetzt? Das schaffst du Mit mit dem dem Mädchen nicht. Mädchen. Hier oben ist ein Seil, oder? Ist da oben ein Seil? Guck mal mit dem Fuchs, ob da oben ein Seil ist. Da ist doch irgendwas da, da oben. Nochmal ein Versuch. Hier ist doch, ist da was da drüber an die Hand, wenn du da. Oh, wieder runtergefallen. Ja, jetzt drück mal da oben auf die Hand. Ist das ein Seil? Nee, ja doch, siehst du. Ich hab doch gewusst, ich hab da was gesehen. Ich hab doch gewusst, ich hab da was gesehen. Jetzt hoch mit dem Mädchen. Und jetzt da drüben, was machst du da drüben? Jetzt runterspringen? Und jetzt muss ich mit dem Fuchs ja da hochrennen. Ich höre hier irgendwas. Oh, die springt aber weit runter. Oh, was ist denn das? Eine Höhle. Jetzt geht es aber tief rein. Na, dann gehen wir nach links. Ihr Trommeln wurde von dem Mädchen unterbrochen. Das sind die schwarzen Figuren, was auch immer das ist. Sie kamen nachsehen, wer all diesen Lärm machte. Wer hat den Lärm gemacht? Hängen wir. Hängt wieder, naja. Wenn das war erklären. Oh, jetzt bricht's ein. Oh. Jetzt muss man aber schnell sein. Was? Sie sehen, die schieben mit einem. Die schubsen irgendwas da. Jetzt schnell nach links. Oder nach rechts. Du hättest schon. Na du da. Mach Ich du bin das. da so Ich wüsste schwer. jetzt gar nicht, was wir hier machen müssen, Du warte. musst vor einen Stein wegrennen. Ich hätte natürlich springen müssen, aber aus irgendeinem Grund hat das nicht geklappt. Ich versuche es nochmal. Du musst mit dem Mädchen gehen, mit dem Fuchs nicht. Der Fuchs ist ja schnell genug, der kann das alleine, ne? Mit dem Mädchen muss ich ja nur. Oh, da muss ich links hoch. Aha. Jetzt hat es geruckelt, jetzt fahre ich gleich runter, pass auf. Jetzt haben die da irgendwas an mir geschmissen. Jetzt weiß ich nicht so ganz, was ich hinten jetzt machen muss, oder? Wir versuchen es nochmal. Achso, jetzt gehe ich hier hinter. Ich habe einen Fuchs getroffen. Solche Lumpis. Also muss ich. Warte, komm ich. Oh, hier ist ein Mädchen in Blaues. Aha. Achso, pass auf. So hier. Guck mal, jetzt kommt er da oben rechts. Jetzt schießt er die Kugel. Jetzt laufen wir. Schnell nach links! Oh, ach, nach rechts wollte ich ja eigentlich laufen. Schnell nach rechts habe ich eigentlich sagen wollen. Noch ein Versuch. Also pass auf. Okay, ich stelle mich hier hin. Dann schießt der. Jetzt pass auf, jetzt schießt er gleich die Kugel. Und jetzt muss ich schnell rennen. Und die rennt aber nicht. Oh. Die rennt nicht. Wieso rennt die nicht? Und warum hat das Tablet hier solche eigenen Schwierigkeiten, mal so ein kleines bisschen grafisch was zu verarbeiten? Das ist mir ein Rätsel. Schnell jetzt. Und hopp. Och, Mist. Ach so, vielleicht kann ich ja noch einen zweiten Stein dahin schmeißen. Hä, was ist jetzt? Jetzt bin ich unten gewesen. Was war denn das? So ist es nicht gedacht, glaube ich. Jetzt pass auf, noch ein Versuch. Du musst da oben bleiben, auf dem Brett. Die schießt jetzt gleich. Genau. Jetzt schnell rechts rüberlaufen. Jetzt nochmal. Jetzt schießt er noch einen Ball, pass auf. Und jetzt schießt man einfach noch einen Ball. Und dann hüpfe ich doch hoch. Schnell hö. Oh.
Okay, dann so. Ah. Jetzt haut er ab. Jetzt rennt er weg. Kann man die... Das Mädchen überlistet das kleine Volk. Kann man hier was aufheben? Und fand die Trommel des Eulenmanns. Ich sehe sie nicht. Siehst du irgendwo eine Trommel? Oder habe ich sie gerade schon aufgesammelt? Du hast sie, glaube ich, gerade schon aufgesammelt. Das Gerucke, das ist ja der Wahnsinn. Die Steuerung, ich glaube, sie ist... Hey, was? Was ist da? Du leuchtest ja ein bisschen. Der Fuchs leuchtet, ne? Ich weiß nicht so ganz genau, ob ich jetzt hier zurücklaufen muss wieder. Ach doch, das ist das auf dem Rücken, hast du das jetzt, ne? Ja. Und jetzt haben wir hier nochmal was zum Wegziehen. Okay, wegziehen geht nicht, da muss ich schieben. Vielleicht geht jetzt irgendwas, vielleicht brennt jetzt irgendwo was an hier. Na, das ist ja ganz was toll. Ach, da oben ist ein Seil. Was war das jetzt? Jetzt bin ich verbrannt oder was? Das will ich. Das nicht so lange da draufstehen. Na okay, dann nochmal. Du musst immer da lang gehen, wo die schwarzen Männchen hingegangen sind. Jo, was habe ich doch vorhin gesehen? Von, wenn man irgendwo hindrückt, sieht man den Herzschlag. So, ich glaube, ich muss jetzt gleich der Fuchs sein und muss mit dem Fuchs jetzt das Seil da hoch runterschmeißen. Das heißt, es geht da hoch. So. Der Fuchs kann ja nicht auf Wasser haben. Warte, ich muss irgendwie da hoch, dann nach da drüben, nö, dann anders, dann vielleicht hier so hoch, dann nach, also, warte. Du musst Anlauf holen erst. Ich weiß nicht so richtig, in welche Richtung ich springe. Jetzt ruckelt es wieder. Hab extra neu gestartet, damit das nicht ruckelt vorhin, ne? Ich glaube, das liegt daran, dass das... Jetzt ist wieder verbrannt, das Mädel. Nee, was ist denn da los? Die fällt. Oder bin ich irgendwo reingestürzt? Was ist jetzt passiert? Der Fuchs ist reingestürzt. Aber wohin ist der gestürzt? Ins Feuer? Ja, im Feuer verbrannt. Das ist ja komisch. Woran das jetzt wohl gelegen haben soll? Du bist zu hoch gesprungen. Dann bist du verbrannt. Oder das muss ich dahin? Versuch's mal da. Ich versuche jetzt mal nach hier rechts zu springen und dann nach links. Ha. Ja, das geht. Ha. Das geht. Dann darüber. Und dann auf die Hand drücken. Super. Und diesmal muss das Mädchen sein und da fröhlich mit Erfolg hochklettern. Na, halt, falsche Richtung. So, so soll es jetzt ziehen. Und dann ans Seil ranhüpfen, ob sie das kann. Ja. So, und dann hüpf. Okay, geht. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen, wa? Mal gucken, was der Eulenmann jetzt erzählt. Das Mädchen brachte die Trommel zurück. Da war auch eine Pfeife. Er war so glücklich. Und so stolz auf das Mädchen. Und deshalb schenkte er ihm etwas, dem Mädchen. Der Eulenmann sprach, ich habe dies für dich aufbewahrt. Zauberstecker. Mhm. Keine Ahnung, was es ist. Aber das finden wir auch heute nicht mehr raus. Oh, da ist was Neues, ein neues Symbol, ne? Ein Zauberstab. Nee. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin danke ich fürs Zuschauen. Macht's gut und... Tschüss. Tschüss.